Ja, und ich leite gleich über zum zweiten Akt des heutigen Tages. Welches Theater braucht das Volk? Wir öffnen mit einer Keynote von unserer Kuratorin, freien Journalistin und Geschäftsführerin von nachkritik.de, Frau Esther Slevogt. Bitte schön. Ja, hallo. Welches Theater braucht das Volk, haben wir so ein bisschen polemisch gefragt, weil das ist die Frage, die sich anschließt, während gegenwärtig also in Ungarn eine radikale Überprüfung und Arbeit vielleicht sogar an der Neuformulierung des historischen Narratives also zu beobachten ist, wird ähnlich erbittert und unversöhnlich über die Rolle gestritten, die das Theater in der ungarischen Gesellschaft der Gegenwart spielen soll. Soll es Kathedrale einer wieder ins Recht gesetzten Nationalkultur sein? Soll es das Forum sein, das diese Kultur und ihre Bedingungen neu verhandelt? Sind die Zuschauer Gläubige in einer Kirche oder partizipieren sie über das Theater an der Neudefinition ihrer Kultur, beteiligen sich an der Formulierung ihrer Grundbegriffe? Das sind die Fragen, die sozusagen aus den gegenwärtigen Debatten herauszudestillieren sind. Und man muss vielleicht wissen, um nur eins, also weil wir fragen, welches Theater braucht das Volk, dass das Budapester Nationaltheater ein besonders symbolträchtiger Ort im Kontext dieser Auseinandersetzung ist. Der Abriss des Altbaus in der Mitte der 1960er Jahre, offiziell stand dem Bau der Budapester U-Bahn im Wege, wurde von vielen als Anschlag auf die kulturelle Identität Ungarns gewertet. Umso emotionaler und heftiger fielen dann seitdem die Auseinandersetzungen um einen Neubau bzw. Wiederaufbau aus. Hierzulande ist dieser Vorgang vielleicht am ehesten vergleichbar mit dem Abriss des Berliner Stadtschlosses im Jahr 1950 und der Debatte um den Abriss des auf diesem Grundstück später errichteten Palastes der Republik und den daran wieder geknüpften Debatten um den Aufbau des Schlosses. Also das ist aber eben immerhin noch ein Herrscherhaus gewesen, wobei ein Theater eben ein kultureller Ort ist. Diese ganze Frage hier angemessen zu verhandeln, würde wahrscheinlich eine eigene Konferenz erforderlich machen. Das Bildmotiv A, das wir hier immer so zeigen, einmal sitzt da eine Frau davor, das ist das Hauptmotiv, was auch auf dem Flyer drauf ist, zeigt das Denkmal für das alte Nationaltheater in einem allegorischen Landschaftspark, der den 2002 eröffneten Neubau in Budapest umgibt. Es ist eine Replik seiner Vorderfront, die umgestürzt und geborsten in einem Wasserbecken liegt. Hier, ne? Da gibt es dann solche fast wie so mahnmalmäßige Fackeln. Und davor sitzt als Bronzeskulptur, glaube ich, auf einem Stuhl die legendäre ungarische Theaterschauspielerin Hilda Gobbi. Sie stammt noch aus dem alten Nationaltheaterensemble und hat durch Spendensammlungen und eigene Spenden dann früh schon diesen Wiederaufbau oder Neubau des Hauses mit angeregt. Das nur mal so zu einer kleinen Erklärung einer einzigen Koordinate des Referenzrahmens, in dem wir hier nun versuchen wollen zu diskutieren. Um die Frage, welche Kunst staatliche Förderung verdient, wurde in Ungarn in den letzten Monaten erbitterte Debatten geführt. Wir haben uns hier entschieden, die Geldfragen von den Kunstfragen strikt zu trennen. Um das Geld und die Kriterien und Instrumente, nach denen es verteilt wird, wird im Anschluss an dieses Panel in einer länderübergreifenden Runde diskutiert werden. Denn nicht nur in Ungarn ist die freie Szene mit ihren teilweise experimentellen Formen unter Druck geraten. Auch die Niederlande haben vor einiger Zeit eine ähnliche Debatte geführt. Und also ich erinnere nur an diesen berühmten Ausdruck, dass Hochkultur oder überhaupt Kunst ein linkes Hobby sei. In Deutschland wurde sogar die Streichung der Hälfte sämtlicher Kultureinrichtungen gefordert. Und während in den Niederlanden neuerdings Massenkompatibilität von Kunst ein wichtiges Kriterium ist, fragt die Kulturförderung in Estland auch die Rolle der Kunst als nationalen Identitätsbaustein ab. So sehen wir, das sind alles die Fragen, die in Ungarn diskutiert werden, überhaupt keine allein ungarischen Fragen, sondern eigentlich europäische Fragen der Kulturförderung, die man auch in einem angemessenen Zusammenhang dann vielleicht diskutieren sollte. Jetzt im folgenden Panel soll zunächst die Theaterbegriffe formuliert werden
um die in Ungarn gerade so existenziell gestritten wird. Denn letztlich führt eine entscheidende Frontlinie dieser Debatte auch entlang der alten Frage, ob die Kunst oder in unserem Fall das Theater die Welt zeigen soll, wie sie ist oder wie sie sein soll. Und die Tatsache, dass die Fragen und Positionen aller Seiten auf der jeweils anderen Seite in so extremer Weise als Zumutung empfunden werden, dass in der Folge eben auch so existenzielle Debatten stattfinden, die alle an ihre Grenzen bisher wahrscheinlich schon gebracht haben, kann ich erstmal nur als ein Indiz werten für die grundsätzliche Relevanz dieser Fragen, und zwar auch weit über Ungarn hinaus, haben die aber aus meiner Sicht einen exemplarischen Charakter. Denn mein Eindruck ist, dass sich in diesen Kämpfen exemplarisch auf dem Feld der Kunst nun auch zeigt, was wir eben schon bei den Historikern gehört haben, was bei Freud die Wiederkehr des Verdrängten heißt, dass nämlich mit den nachlassenden Bannkräften der ideologischen und historischen Narrative des Kalten Krieges oder in der Zwischenkriegszeit der Westmächte irgendwie in dem langsam von der Zeit abgetragenen ideologischen Geröll die alten Fragen von vor 100 Jahren wieder zutage treten, die nicht beantwortet sind, sondern die eigentlich diese unglaublichen Konflikte auch mit verursacht haben. Aber sie sind noch offen. Um jetzt nicht zu weit auszuholen, möchte ich von György Lukács erzählen, dem ungarischen Philosophen, der kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges in seinem berühmten Buch über die Theorie des Romans die berühmte Formel von der transzendentalen Obdachlosigkeit des Subjektes geprägt hat, mit der er für den von einer metaphysischen Verlusterfahrung geprägten modernen Menschen in der entzauberten Welt, also in der Welt ohne Religion, ohne Spiritualität, in der alles nur auf die Vernunft reduziert war, eine sehr eindringliche Begrifflichkeit fand. Lukács, der die eigene transzendentale Obdachlosigkeit dann mit seiner Hinwendung zum Kommunismus kompensieren versuchte, was ja auch eine Religion ist, wenn man so will, den metaphysischen Riss mit der marxistischen Heilserwartung zu kitten versuchte und wohl auch mit der mörderischen Illusion, dieser metaphysische Riss sei ja am Ende gar per Parteibeschluss zu reparieren. Es kommt nicht darauf an, die Welt zu beschreiben, sondern sie zu verändern, hat Karl Marx gesagt. Doch das Beispiel von Lukács lehrt, dass man Philosophen wohl besser nicht mit der Weltverbesserung beauftragen sollte. Nicht? Lukács, der dann nämlich den Schock der Moderne rückgängig zu machen versuchte, indem er forderte, dass die in der modernen Kunst scheinbar abhandengekommene mimetische Hierarchie zwischen dem Abbild und dem Abgebildeten wiederhergestellt werden müsse und also der Realismus zum Dogma erklärt wurde, aber nicht eben die Realität selbst als Problem erkannt wurde oder so. Lukács, der schließlich 1956 während der Revolution verhaftet wird in Budapest und dann der berühmte Satz ihm zugeschrieben wird, und Kafka war doch Realist. Was soll uns das heute erzählen? Nicht jeder, der im 20. Jahrhundert die richtigen Fragen gestellt hat, hat auch die richtigen Antworten gefunden, im Gegenteil. Für viele waren im 20. Jahrhundert nicht nur die falschen Antworten tödlich, bereits Fragen konnten es sein. Und so müssen wir uns immer noch mit ihnen beschäftigen, aber dazu müssen wir sie wahrscheinlich erst einmal überhaupt auszuhalten lernen. Und jetzt übergebe ich an Dirk Pilz, Theaterkritiker, für die Neue Zürcher Zeitung, Berliner Zeitung, nachtkritik.de und eben nicht nur Theaterkritiker, sondern auch jemand, der eine Menge versteht von theologischen, religionstheoretischen und philosophischen Fragen und deswegen aus meiner Sicht genau ein idealer Moderator für dieses Panel ist. Dirk. Ja, vielen Dank, das wird sich weisen. Ideal und sehr schön ist natürlich die Zusammensetzung dieses Podiums. Ich freue mich sehr, dass das hier so zustande kommt. Ich freue mich über Ihre rege Besucherschaft hier im Publikum. Ich möchte zunächst vorstellen und verzichte auf das Aufzählen sämtlicher Honorationen und Ehrungen und Preise, nur damit Sie wissen, mit wem Sie es hier so in etwa zu tun haben. Sie lesen das ja auf Ihren Zetteln. Ich freue mich zunächst begrüßen zu dürfen Stefanie Junge. Sie ist Regisseurin und Schauspieldirektorin am am Theater Regensburg. Hat zuvor am Theater in Heidelberg gearbeitet und dort unter anderem bei dem Stückemarkt auch den Schwerpunktausrichtung auf Ungarn betreut, kuratiert. Und zusammen mit ihrem Mann,
dem Künstler Arpad Dobriban, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, beteiligt sie sich und realisiert sehr umfangreiche und viele Rechercheprojekte. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Attila Witnanski da ist. Er wurde in der ehemaligen Sowjetunion geboren, ist also Angehöriger der dortigen ungarischen Minderheit gewesen oder ist es noch. Gründete 1992, also jetzt schon vor über 20 Jahren, in Uscharod ein ungarisches Theater und zog dann Ende der 90er Jahre nach Ungarn. Er war Intendant am Sokolnai-Theater in Debrecen und ist jetzt seit dieser Spielzeit der Intendant am Nationaltheater in Budapest, von dem wir eben schon gehört haben. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Arpad Schilling da ist, wurde auch in Ungarn geboren, hat noch vor seinem Studium an der Budapester Theaterakademie das Ensemble Greta Kör, das werden die meisten wissen, dass das Kreidekreis heißt, gegründet, mit dem er sehr bekannt wurde, auch in Deutschland, viel umhergereist ist auf den Festivals von Wiener Festwochen bis zum Bergenfestival in Norwegen. Diese Gruppe Greta Kör hat sich seit 5 Jahren in einer, weiß gar nicht genau, wie man es eigentlich beschreiben soll, in einer Art Produktionsplattform oder Institut verwandelt, in dem auch dramenpädagogische Projekte und künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum realisiert werden, aber auch Inszenierungen entstehen. Wir werden darauf zu sprechen kommen, denke ich. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass Jerzy Szabo da ist. Er ist Leiter des Kunstzentrums Trafo in Budapest. Er wird vielleicht selber auch noch ein bisschen erzählen, dass er das ein knappes Jahr lang nicht war. Dann ist es jetzt wieder geworden auf einer etwas anderen Position. Und dieses Haus, ja, wie kann man das vergleichen? Es gibt solche Häuser überall in Europa. Es gehört auch zu einem der bedeutendsten in Europa, weil dort allerlei internationale Koproduktionen realisiert werden, weil es Gastspiele gibt, weil in einem breiten Umfeld ungarisches Theater gezeigt wird und konfrontiert wird mit ausländischen, europäischen, vornehmlich Theater, Tanz und im weitesten Sinne Performance-Projekte. Ich möchte zunächst am Anfang Herrn Witnanski fragen. Sie haben soeben Paul Claudels und Arthur Honeckers Oratorium Johanna auf dem Scheiterhaufen inszeniert und zur Premiere gebracht. Und im Vorfeld dieser Inszenierung gesagt, der wichtigste Gedanke dieses Stückes sei, ich zitiere, sich im Namen der Liebe für eine Gemeinschaft, für eine Nation, für ein Land und für eine Heimat in ihrer Allmächtigkeit und im Namen Gottes aufzuopfern, sich nach seinem Willen zu befreien, frei zu werden und dies in die Tat umzusetzen. Zitat Ende. Ist es zu groß gegriffen, ist es eine Fehlinterpretation, wenn ich sage, dass das auch einer der zentralen Gedanken Ihres Theaterverständnisses, Ihres Ästhetikverständnisses ist? Nein, Sie haben es schon richtig interpretiert. Das ist einer der wichtigsten Gedanken und es ist kein Zufall, dass es jetzt praktisch zu den ersten Premieren des von mir geleiteten Nationaltheaters geworden ist. Noch etwas Genaueres dazu sagen. Sie haben auch gesagt, in demselben Umfang, dass dieses Stück, auch diese Inszenierung, exakt zum Profil des Nationaltheaters passe. Seinem Glaubensbekenntnis und seiner Gedankenwelt. Was heißt das? Zu welchem Glauben wird sich da bekannt oder welcher Glaube wird da eigentlich gezeigt? Alle Art von Glauben. Patriotismus, Gottesglaube. Unsere erste Saison ist eine Reihe von Produktionen, in denen wir versuchen, die von der Welt, von der für uns für wichtigsten gehaltenen Fragen zu reflektieren. Auf die wichtigsten Fragen des Menschen, die auseinanderzunehmen. Die wichtigsten Fragen unserer Gesellschaft, über diese Fragen nachzudenken. Sie brauchen sich nur unser Repertoire anzuschauen. Und da sehen Sie, in welchem Bogen, in welchen Perspektiven versuchen wir das Nationaltheater betreiben. Was den Glauben betrifft, Patriotismus bis Gottesglauben, da gibt es ja dann doch diffizile, aber doch Unterschiede. Ich will es nochmal genauer fragen. Besteht das Programm darin oder die ästhetische Absicht, die Dimension des Glaubens selbst wieder in den Vordergrund zu rücken oder stark zu machen, im Gegensatz zu was eigentlich?
Sembra micciodana, mi ha detto. Nein, ich glaube, das ist nicht gegen oder gegenüber ist. Nein, keineswegs. Keineswegs die Emotion. Wenn man Claudel kennt zum Beispiel, da ist alles, nur nicht Gegenüberstellung der Emotion. Es ist also keine richtige Feststellung, dass ich gegen die Emotionen Theater machen will. Wir sprechen über hochwichtige Dinge und da passt sehr gut zueinander Gottesglaube und Patriotismus. Auch unser Glaube daran. Ich weiß nicht, warum man das gegenüberstellen muss. Wenn man Claudel kennt, das Werk kennt, dann sieht man wunderbar, wie sich das alles vervollständigt. Und zwar über emotionale Höhepunkte. Wenn es emotionale Musik, emotionale Texte da sind, dann ist bei Claudel auf jeden Fall. Jetzt haben wir den wunderbaren Fall, den es immer hat, wenn es um Übersetzung geht, dass hier von Gegenüberstellung die Sprache war, was ich gar nicht intendiert habe, auch gar nicht gesagt habe, glaube ich. Aber sei es drum, ich will trotzdem nochmal nachfragen, um es genauer zu verstehen. Nun ist ja das Stück von Claudel deutlich in einem katholischen Kontext situiert. Es ist aus der Sicht eines Katholiken heraus geschrieben. Das besagt erstmal noch nichts, es gibt aber den Rahmen vor. Wenn man das zusammendenkt mit Patriotismus, diesen Übergang, diese Verbindung verstehe ich noch nicht ganz. Da ist ja doch, sind ja doch ein paar Zwischenschritte notwendig, oder nicht? Also bei Claudel hängt es eng miteinander zusammen. Ich würde eher über Christentum zu sprechen als über Katholizismus. Die Dinge hängen durchaus zusammen, auch in meiner Inszenierung. Das habe ich nie verheimlicht, habe ich nie hergestellt. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ein bedeutender Teil unserer Gesellschaft oder für die ganze Gesellschaft hochwichtiges Problem, dass man den Glauben verloren hat, dass man Verlust an Glaube. Und diese Problematik ist sehr wichtig und ich bin zutiefst betroffen, sehr betroffen von dieser Problematik, schon lange Zeit. Ich glaube daran, dass man sich durch den Glauben befreien kann. Und davon spreche ich ungefähr seit 20 Jahren in allen meinen Inszenierungen, seit 15 bis 20 Jahren, überall. Wenn ich Clodo auf die Bühne bringe, dann über Clodo. Wenn ich über Mord im Dom, dann darüber. Oder wenn ich über die Tragödie des Menschen von Modatsch, dann eben über dieses Stück. Kommen darauf noch zurück. Diese Erzählung davon, dass der Glaube verloren gegangen ist, ist ja eine Mehrheitserzählung, was manche überraschen wird. Denn noch immer ist Europa, auch was die allen aktuellsten empirischen Umfragen zeigen, ein sehr von den Kirchen, vor allem aber sehr von Religion geprägtes Land, die keineswegs schwindet, sondern sich nur verwandelt, andere Gestalten annimmt. Darauf komme ich später nochmal. Ich will zunächst Frau Junge fragen. Sie waren in der glücklichen Situation, als eine der ganz wenigen hier im Raum wahrscheinlich diese Inszenierung gesehen zu haben. Erzählen Sie mal kurz von Ihren Eindrücken. Welche Rolle spielt das, was Herr Winianski jetzt eben sagte über Glaube und Patriotismus? Ist das überhaupt so ein zentraler Punkt oder lebt es doch nicht stärker von sehr eindrücklichen, was ich den Bildern entnehme, sehr eindrücklichen Bildern einer sehr verdichteten Emotionalität, wo man das andere vielleicht auch zunächst mal etwas zur Seite nehmen könnte, oder geht das nicht? Also ich finde, also diese Form, diese Theaterform, das also ist ja ein Oratorium. Dieses Oratorium mit dieser wahnsinnig tollen Musik von Honegger wird hier von einem Regisseur mit einer ungeheuren Bildgewalt, also das war jetzt die zweite Arbeit, die ich von Herrn Widjanski gesehen habe. Ich habe auch noch eine andere gesehen, können wir später drüber reden. Aber das war quasi die allererste Arbeit, die ich jemals von ihm gesehen habe. Und da sieht man jemanden, der natürlich mit diesem Stoff ganz großartig, auch ganz, ich würde sagen, emotional, in großen Bildern, auf eine sehr gekonnte Art und Weise damit umgeht. Und man merkt auch, wie sich das mit der Person verbindet. Und es ist aber natürlich, es hat den Charakter natürlich von der Form alleine her schon wie so ein Gottesdienst. Also schon allein eben diese Form des Oratoriums. Ich war ein bisschen erstaunt, dass wenn man ich finde, es ist sehr eigentlich entlang des Textes auch inszeniert mit visionären, tollen, eindrucksvollen Bildern. Ich war dann etwas erstaunt darüber. Das hat, glaube ich, auch in der ungarischen Presse dann für Furore gesorgt. Es gibt da eine Szene, die berühmte Kartenspielszene. Also das Stück erzählt sich ja quasi aus der Rückschau
Und dann treten diese Karten auf und dann gibt es fast wie so ein Kabarett, eine Kabarettszene, die da sich breit macht mit so großen Spielkarten. Und dann werden die Spielkarten umgedreht und dann sieht man darauf die Europäische Internationale Zeitung, die Titelseiten jeweils und darauf noch in so einer Karikatur ein Foto von jeweils von einigen Europaabgeordneten. Ich saß in Reihe 6, man kann die nicht alle identifizieren, dazu ist es dann, ich glaube auch hinten sieht man das nicht. Aber bisschen, die publizierten Pressebilder lassen deutlich erkennen, dass Martin Schulz zu sehen ist. Genau, und, das kann man dann in der Zeitung, konnte man das dann sehen. Aber wenn man im Theater sitzt als Besucher, sieht man das erstmal gar nicht so genau. Ein bisschen sieht es aber aus wie so Wanted. Plakate, so aus so Westernfilmen. Und ich fand das interessant, ich fand auf jeden Fall interessant, dass dadurch aber so eine Setzung, also bei allem, aller geschlossen, also auch einer ästhetischen Geschlossenheit dieser Aufführung, dass da quasi so eine Setzung kam, die die Lesart nahe brachte, dass man sagt, aha, Johanna ist Ungarn und alles drumherum, diese Verschwörung oder das alles, das ist die Europäische Union und das ist jetzt auch eine ganz, ganz zentrale Aussage, die da so mitten rein platziert wird. Es ist denkbar, dass das schon eine sehr starke Engführung ist auf ein politisches Thema. Ich will deshalb nochmal zurückgreifen, um es plastischer zu machen. Jetzt haben Sie gesagt, im Anschluss, interessanterweise, nach dem, was Herr Witniansky selbst sagte, dass sich das wie ein Gottesdienst fühlt. Was heißt das eigentlich? Also wenn man dran denkt, das fiel mir gerade dazu ein, was Liturgie eigentlich heißt. Im altgriechischen Liturgia heißt nichts anderes als Dienst an der Gemeinschaft. Mhm. Und das wird dann übersetzt eben Dienst an der Gemeinschaft der Gläubigen. Das scheint der Link zu sein, wenn ich es richtig verstehe, Dienst an der Gemeinschaft, den man dann sozusagen mit Patriotismus betiteln, belabeln, übersetzen kann. Ist das der Punkt? Ich habe da gesessen und habe mich sehr beeindruckt und überwältigt gefühlt. Es ist aber zum Beispiel eine Sache, die jetzt meinen persönlichen Theaterbegriff zum Beispiel prägt, dass ich sagen kann, dass mir zum Beispiel die Schauspieler sehr fern geblieben sind. Ja? Die gehen auf in so eine Gesamtidee. Ich finde, das ist eben sehr, der Spiritus Rector ist der Regisseur, der das mir quasi als Werk präsentiert. Und ich schaue mir das an und für mich ist das schon eine starke Form von Repräsentationskultur, wo ich mich jetzt gar nicht, ich kann mich da vielleicht zeitweise so verbinden, aber wenn ich da rausgehe, habe ich gemerkt, ist das für mich natürlich eher etwas Fremderes gewesen. Wobei Sie das so, wie Sie das jetzt sagen, dass der Regisseur sozusagen die verbindende Figur ist, der Spiritus Rector, das klingt ja so, wenn ich das etwas polemisch überspitzen darf, nach klassischem Regietheater. Das ist bei Frank Castorf auch so. Nee, es ist anders. Ich habe es befürchtet, aber ist schön. Nein, es ist nicht subjektiv. Also es ist, glaube ich, in der Form nicht so subjektiv. Es ist sehr, ich glaube, da gibt es ein starkes Vertrauen darauf, dass es eben so eine Magie der Bilder gibt und so eine Kraft aus einem Text heraus. Hinter dem alles andere auch zurücktreten soll. Trotzdem ist es eine ganz monumentale Veranstaltung. Es sind nie, glaube ich, weniger als 130 Personen auf der Bühne gleichzeitig. Und ist es ein Problem, dass das monumental ist und dass 130 Personen auf der Bühne sind und dass ich das sage, was ich über die Welt glaube oder denke? Ich glaube, das ist kein Problem, das ist unsere Aufgabe. Also ich wiederhole nochmal, dann wiederhole ich nicht. Ja, ich will trotzdem, wir greifen die Frage nochmal auf. Es ist immer schwierig, über Theater zu sprechen, was die meisten nicht gesehen haben. Eigentlich natürlich völlige Unmöglichkeit, weil die Sinnlichkeit hier eine große Rolle zu spielen. Wir können gerne sehr lange darüber sprechen. Ich möchte sehr gerne detailliert darüber sprechen. Ich will zunächst mal Herrn Schilling fragen. Eine der letzten Inszenierungen von Greta Köhr heißt Korruption, inszeniert von Martin und Julia. Würden Sie denn für sich auch sagen, dass das eine Inszenierung ist, die sozusagen ziemlich genau zum Profil der Gruppe passt, genau das ausdrückt, was Greta Köhr möchte und beabsichtigt? Also, ich bin nicht der Regisseur dieses Stückes, deswegen wäre es gut, wenn der Regisseur darüber sprechen würde und nicht ich. Aber
Natürlich ist dieses Stück bei Kreteke umgesetzt worden. Also gibt es auf jeden Fall Zeichen, die sehr typisch für die Arbeit von Kreteke sind. Und es gibt auch Zeichen, die nicht so typisch sind. Also zum Beispiel die Interaktion, die Einbindung der Zuschauer ist nicht geklärt so sehr, nicht so sehr geklärt in diesem Stück, obwohl das im Credo von Kreteke sehr wichtig ist. Ist das eine Antwort? Versuch, ja. deshalb frage ich nochmal nach. Gibt es so etwas wie ein ästhetisches Leitbild, dem sich die Gruppe, dem auch ihre Arbeit verpflichtet ist? Da muss man vielleicht dazu sagen, nach den Arbeiten, die ich sehen konnte, sind nicht allzu viele, aber ein paar einzelne, gibt es nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist der Stil, das ist die Handschrift. Das sind sehr verschiedene Arbeiten, aber vielleicht drückt sich ja gerade darin ein Bekenntnis aus, so eine Art ästhetisches Leitbild, so wie das Herr Wintnianski auch sagt, der für sich ziemlich klar formuliert hat, jetzt auch schon, er wird es dann vielleicht noch deutlicher tun, was Theater kann, was es soll, was es vermag. Würden Sie das für sich auch in Anspruch nehmen oder ist es jetzt eher so, dass man sagt, jetzt stehen sich erstmal andere Fragen und wichtiger sind Interventionen und so weiter und so fort? Anstatt von Aufgabe würde ich eher Möglichkeit sagen. Also es gibt eine Möglichkeit, bestimmte Dinge im Theater auszudrücken. Ich glaube, es ist wichtig zu klären, dass bis zum Jahre 2008 das Theater Kreteke im klassischen Sinne auch klassische Produktionen auf die Bühne brachte. Das waren mehrheitlich bekannte Texte, bekannte Stücke. So Hamlet, Chirac. Genau, Hamlet, Wojciech, die Möwe, also die klassischen Stücke. Und es gibt vielleicht ein bestimmbares Credo es gab kein bestimmbares Credo für diese Truppe. Ich würde es eher formulieren, dass jedes einzelne Stück ein bestimmtes Problem aufwirft. Und wenn das Problem interessant ist, für uns interessant ist, dann beschäftigen wir uns mit dieser Frage, mit diesem Problem. Und wenn es den Zuschauer interessiert, dann beschäftigt sich der Zuschauer ebenfalls damit. Nach 2008 habe ich eine Entscheidung getroffen. Und ich sagte, dass ich denke, dass wir einen Punkt in dieser Art erreicht haben, wo sich neue Fragen stellen. Zum Beispiel, welche Möglichkeiten bietet das Theater noch? Da wir diese Inszenierungen in einem sehr geschlossenen Umfeld auf die Bühne gebracht haben, im Inland sowohl als im Auchland. Es waren nur bestimmte Zuschauer, eine bestimmte Zielgruppe, sei es im Ausland oder in der Innenstadt von Budapest, die angesprochen oder die gekommen sind. Deswegen stellte sich die Frage für mich, müsste man denn nicht auch solche kulturelle Produkte anderen zur Verfügung stellen, für die das nicht selbstverständlich ist. Oder vielleicht nicht ganz genau diese und nicht in dieser Form zugänglich machen, sondern man müsste beginnen, Probleme zu suchen, Fragen zu suchen, also nicht Stücke, sondern Probleme, die bestimmte Fragen aufwerfen. Und man könnte dann auf diesem Wege bestimmte Ereignisse schaffen. Und deswegen sage ich hier Möglichkeiten, bestimmte Ereignisse zu schaffen, mit denen die Zuschauer, also die Gemeinschaft, es könnten Zuschauer und Teilnehmer sein, sich aktiv beteiligen in diesen Sachen, in diesen Angelegenheiten. Und deswegen ist es eine wichtige Frage, weil ich glaube, die einzelnen Panels, wie wir hier auftreten, auch sehr wichtige Fragen erörtern. Und wir versuchen natürlich auch, diese Themen miteinander zu verbinden. Es ist für mich war das vorige Panel sehr, sehr wichtig, wo die Historiker eigentlich eine Reihe von Fragen beleuchtet haben, die Grundfragen der ungarischen Gesellschaft sind. Das sind also ungefähr die Fragen. Und natürlich gibt es auch noch andere Fragen, die jetzt nicht unbedingt auf den Tisch gekommen sind, die ich als Fragen und Probleme erachte, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das Theater ist ein Weg, eine Möglichkeit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Dadurch, dass diese Fragen thematisiert werden und dass es die Möglichkeit bietet, den Zuschauern die Möglichkeit bietet, teilzunehmen und in diesen Situationen zu spielen. Und dazu verwenden wir Methoden wie Forumtheater
oder Theater in Education, also Erziehung durch Theater, was in Großbritannien angestoßen wurde. Also dadurch wird der Zuschauer integriert und sich aktiv mit diesen Sachen auseinandersetzen. Das ist eigentlich ein ästhetisches Credo, kann man so sagen. Und für mich ist es auf jeden Fall eine wichtige Antwort, also meine Antwort auf die Fragen der Historiker von vorhin ist, dass die ungarische Gesellschaft das die Teilnahme noch nicht erlebt hat. Die Tatsache, dass man aktiv sein Leben in der Hand hat und dass man, dass welche Techniken der Teilnahme es gibt, das bezieht sich nicht nur auf das Theater, sondern dass es demokratische Formen gibt, demokratische Tätigkeiten, durch die man ganz einfach die Fähigkeit erlangt, nebeneinander zu leben und nicht ihre Vorstellungen aufeinander aufzuspielen, sondern dass sie lernen, nebeneinander zu leben. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen in der ungarischen Gesellschaft. Wie können wir nebeneinander leben, so dass wir dabei sinnvoll miteinander kommunizieren, dass wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen und unsere Machtpositionen nicht aufzwingen. Es kommen wie immer an diesen Punkten natürlich viele Sachen zusammen. Die Frage danach, dass das Theater aus dem Haus heraus sollte, um ein anderes Publikum zu erreichen, ist ja keineswegs eine ungarische Spezialität. Das wird in Deutschland genauso viel diskutiert und auch sehr viel praktiziert. Der interessante Punkt steckt hier darin, sozusagen, was Pädagogik eigentlich heißen soll und auf was sich das richtet. Ich würde diese Frage gern an Herrn Szabo zunächst mal weitergeben. Ich will es mal ganz einfach formulieren, um zu verstehen, unter welchem Gestus, sage ich mal, Sie dieses Haus, das Trafo, betrieben haben, mit der Auswahl der Stücke, mit der Internationalität. Was war da vorrangig im Blick? Dass die ungarische Kultur, damit die in Kontakt kommt mit anderen, sozusagen, die ja sprachlich, was wir vorhin gehört haben, immer so ein bisschen als unter der Inselsituation gelitten hat, war das um es überspitzt formuliert sozusagen, Dienst an der Nation? Ja, ich denke mal, also Trafo, wo ich also nicht Direktor bin, sondern Josef Neuj ist, ich bin nur Manager oder geschäftsführender Manager, um ganz korrekt zu bleiben. Also für Trafo war eine Sache wichtig, eine Art Volkserziehung oder ein Dialog. Und es ist immer sehr schwierig, weil wir haben immer versucht, die Situation zu verbessern. Und das beste Instrument dafür ist der Dialog. Wir haben immer versucht, herauszuarbeiten, wie können wir Themen und Prozesse sozialisieren, die durch die Kunst erscheinen. Also so wie sich die Wirtschaftskrise verstärkt hat, auch in Ungarn, kamen immer mehr Projekte, die sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinandergesetzt haben. Also hauptsächlich ästhetische Fragen, 98, als Trafo dann losging. Und um 2005, 6, 7 herum kamen dann diese Fragen sehr stark. Und das hat natürlich sehr starke Auswirkungen gehabt. Und es kamen auch sehr viele andere Theatergruppen zu uns und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn wir ausländische Theater ins Land bringen, die sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, können diese die ungarischen Zuschauer nicht wirklich mobilisieren. Das ist sehr schade, sehr traurig, obwohl es sehr, sehr wichtig ist bei der Verarbeiten von Traumata. Ich sage da nur ein Beispiel. In letzter Zeit, vor einem oder zwei Monaten, haben wir ein Stück über das Pinochet-Regime von Olarias aufgeführt. Es war unglaublich. Es war auch ziemlich leichtfüßig. Ich weiß nicht, wie viele es gesehen haben. Es wurde auch hier gespielt. Und das war natürlich Teil dieses Prozesses. Vielleicht im Hau gab es auch ein Gespräch darüber. Also es gab Gespräche über die Vergangenheit, über Pinochet. Und es geht in diesem Stück darum, dass die Kinder, die heute schon erwachsen sind, die Mütter und die Eltern, welche Rolle haben diese im Pinochet-Regime gespielt? Das ist sehr interessant. Aber plötzlich wurde diese Frage umgedreht. Plötzlich wurden wir gefragt, wie seid ihr denn mit eurer Geschichte?
Und plötzlich war die Antwort eine sehr peinliche, ein peinliches Schweigen für 2 Minuten. Also es ist, und als endlich 2 junge Leute sich erhoben haben und die Zuschauer waren also insgesamt älter, alle haben die Antwortenden angesehen und Vladias hat an den Gesichtern gesehen, dass sie überhaupt nicht der gleichen Meinung waren, obwohl es wirklich um elementare Sachen ging. Also man kann eigentlich sagen, dass die gegenwärtige Situation, die wir heute sehen, eine Veränderung, ein Wandel eigentlich, sehr viele Wunden aufreißt und sehr viele Dinge besprochen werden können. Das halte ich für sehr wichtig und ich versuche, Trafo mit Josef zusammen in diese Richtung weiterführen und wir versuchen irgendwie aus diesem Schlamassel rauszukommen, weil die Stimmung sehr schlecht ist in meinen Kreisen. Ich will das Wort, das nimmt du mir. Még annyit mondanék azt, hogy milyen volt. Ich möchte noch dazu sagen, dass wie Trafo war. Es gab einen Moment, als eine der Partei sagte, diejenigen, die rechtsgesinnt sind, sollten für einen Monat so eine kleine ungarische Flagge tragen am Revers. Ich weiß nicht, das war 2002, glaube ich. Und es war ein sehr schönes Gefühl, dass sehr viele zu uns kamen, die diese kleine Flagge am Revers hatten. Und die Frage ist, wenn man heute so etwas sagen würde, wie viele Leute würden diese kleine Flagge tragen? Also ich glaube, ich würde mich sehr freuen, wenn ich viele sehen würde. Ich möchte dazu nur hinzufügen, dass ich natürlich selbstverständlich akzeptiere, dass sich sehr viele unwohl fühlen. Und man muss aber auch sagen, dass sehr viele aufatmen. Die Veränderungen, die in Ungarn auf den Weg gebracht wurden, entspricht dem Willen von sehr vielen Menschen. Wir hatten 70 Jahre lang eine linksliberale Kulturorganisation und endlich bekommt etwas anderes auch Raum und wir freuen uns dafür, darüber. Mal auf, ich will Herrn Jabo erst noch mal fragen. Sie haben ein Stichwort gebracht, das heißt, das muss man noch mal ein bisschen genauer machen. Das können wir so nicht stehen lassen, sonst ist es vielleicht missverständlich. Sie haben von Volkserziehung gesprochen und Arbeit an dem Trauma. Unter anderem an dem Trauma, was in dem Panel vorher besprochen wurde. Da gehört noch einiges mehr dazu, wahrscheinlich auch noch ein paar heiklere Punkte. Aber ist das sozusagen, sehen Sie, ist das die zentrale Aufgabe der Kunst, des Theaters, zu sagen, wir sind eine Art Therapieinstitution, um Fragen zu verhandeln, die die Nation spalten, beschäftigen, ja, wie auch immer. Um den, wie Jerzy Konrad gesagt hat, um den kalten Bürgerkrieg zum Thema zu machen. Na, zum Thema machen würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, das Wichtigste ist das immer, dass die Gegenwart untersucht wird und die Vergangenheit gehört zur Gegenwart und ein Großteil der Werke sehr stark kritisch ist, also von den Werken, die wir aufgeführt haben auch. Also es ist immer sehr stark politisch angehaucht. Aber es geht hier nicht um Parteipolitik, aber sie versuchen diese Fragen so ein bisschen zu besprechen. Und ich glaube, das ist ein Symptom der heutigen Sachen. Das ist aber auch früher sehr charakteristisch oder typisch gewesen. Vor 6, 8 Jahren gab es immer solche Werke, aber die sind jetzt betonter. Die Menschen sind viel sensibler, was das angeht. Ich möchte nur darauf reagieren, dass Attila sagt, dass viele aufgeatmet haben. Juri sagt, dass sich in seinen Kreisen viele unwohl fühlen. Also die Generation, die nach der Wende aufgewachsen ist, für diese Generation ist diese Polemisierung schon sehr langweilig geworden und lächerlich und furchtbar. Weil sprechen wir jetzt darüber, dass es diese und jene in Ungarn gibt. Und erstmal sind die einen glücklich, dann sind die anderen glücklich. Ich glaube, das ist ein ziemlich niederschmetterndes Gesellschaftsbild. Ich möchte nicht in so einer Gesellschaft leben, obwohl ich es muss natürlich. Und nicht erst seit 2010. Also meine Kreise, oder wie ich das nennen soll, hat nicht nur seit 2010 schlechte Laune, sondern schon grundsätzlich, weil wir verwenden das, was wir haben, nicht dafür, wofür wir es verwenden könnten. Und wir sprechen über Dinge, die einfach furchtbar
also man bekommt Magenkrampf davon eigentlich. Und es ist schon eigentlich furchtbar, dass wir jetzt nach Berlin kommen können, damit Menschen auf einem Podium sitzen können und über ihren Beruf sprechen können. Oder dass wir Teil einer Geschichtsanalyse sein können, die jetzt hier im vorigen Panel passiert sind, nebeneinander sitzend, aufeinander aufbauend. Ich denke mal, dass so eine Gesellschaft existieren könnte und die Intellektuelle oder die Theater haben dabei eine sehr große Verantwortung. Und Sie erwähnten die Korruption, also das Stück Korruption. Ein sehr wichtiges Element in diesem Stück ist, dass es nicht darum geht, dass es bis 2010 eine sehr gut funktionierende Welt gab und plötzlich kam die Korruption und überschüttete uns. Und es ist nicht so, dass wir vorher frei atmen konnten und danach zusammengebrochen sind, sondern es geht darum, dass nach der Wende eine Welt schaffen muss, die für sehr viele Menschen, für alle Menschen akzeptabel und lebbar ist. Und dass es nicht gelingt, ist eigentlich Schuld der Parteien, die den Staat besetzt haben, anstatt dass die Menschen den Staat besetzt hätten oder lebbar gemacht hätten. Also aus meiner Sicht ist diese Spaltung sehr, sehr gefährlich und sehr niederschmetternd. In Budapest hat ja auch seine Vorteile, nämlich, dass wir aus der Distanz, wenn es gut geht, ein bisschen genauer sehen können und ein paar Sachen auseinandernehmen. Das versuche ich jetzt mal. Nämlich in dem, was Herr Winianski sagt, auch was Sie, Herr Schilling, sagen, scheinen mir zwei Dinge zusammenzukommen, die natürlich zusammengehören, aber die man versuchen könnte, erstmal zu trennen, um es genauer zu sehen. Das eine ist, darauf will ich zunächst mal zurückgehen, dass was Witniansky sagt, ja auch bedeutet, sozusagen etwas zurückzuholen in die gegenwärtige Ästhetik, was mit Religion zu tun hat und das Selbstnarrativ des Theaters, auch der Moderne selbst, lange so funktioniert hat, als dass das sozusagen eigentlich überwunden ist, dass das je mehr Aufklärung, desto weniger Religion. Und diese Selbsterzählung der Moderne scheint nicht zu funktionieren. Und da hat man es in der Tat mit einer Frage zu tun, was vorhin auch schon genannt wurde, die 100 Jahre alt ist. Mindestens. Ich erinnere mal nur sozusagen, um das, damit es nicht so exotisch klingt, als wäre das allein ein ungarisches Problem, an den Text von Thomas Mann von 1907, der heißt Theater als Tempel und er beschäftigt sich mit genau diesen beiden Gefahren, die da drin steht. Es wendet sich einerseits gegen Richard Wagner, wo das Theater zum Tempel wird, wo Theater Gottesdienst ist, wo Thomas Mann sagt, das scheint wohl eine Überforderung der Kunst zu sein. Und auf der anderen Seite bekennt es sich aber dazu, so heißt es bei Thomas Mann, dass die eigentliche Sehnsucht allen Theaters der Ritus ist. Und das scheint ja eine große Rolle zu spielen in so einem Theater, sozusagen, wo Witniansky jetzt sagt, sozusagen, das ist 70 Jahre linksliberal verdrängt worden. Frau Junge, ist das eine Erzählung, wie man das sich so zunächst erstmal auch ein bisschen sortieren könnte? Sagen Sie erstmal was dazu, ehe der Künstler selbst sich interpretiert. Naja, klar, also, aber man kann ja den Ritus kann man sehen, ist das das, was auf der Bühne passiert, was ich anschauen kann, was ich in mich aufnehme und womit ich dann für mich alleine bin. Ein Ritus kann ja auch sein, das, was Partizipatorisches stattfindet und wir dadurch eine Gemeinschaft bilden. Das kann ja beides das sein. Und natürlich kommt das Theater vom Ritus her. Und die Frage ist natürlich, Bei so einer großen Erzählung oder wenn man das Theater als intakten rituellen oder spirituellen Raum sieht und jemand uns das gestaltet, dann berührt das ja mehr das, nicht, dass man nach Fragen sucht, sondern dass man möglicherweise Antworten hat oder Antworten weiß. Und das ist etwas, glaube ich, das so jetzt auch in meiner Sozialisation irgendwie dann auf so innere Widerstände auch stößt. Also weil ich denke auch eher daran, dass man nach den Fragen guckt oder nach dem, was man da nicht versteht, als eine Sehnsucht hat, dass jemandem einem Antworten gibt für etwas. Ja, der Witz ist natürlich, Antworten gibt nur die katholische Kirche, die Religion aber nicht. Den Unterschied, da wird ja schön, gern vergessen. Mir ging es ein bisschen darum, es nochmal ganz einfach zu machen. Das ist vielleicht auch etwas, was wir in Deutschland beobachten oder in Europa überhaupt.
die Frontstellung Religion gegen Moderne, dass Religion heißt, antimodern zu sein, wie so eine ganz bestimmte auch Klientel von katholischen Schriftstellern, zum Beispiel Claudel, gehört in einer gewissen Weise dazu, lange sich selbst erzählt hat. Vielleicht hat diese Erzählung an Kraft verloren. Und nun kommt sozusagen alles ein bisschen durcheinander. Vielleicht könnte man das ja so auch erstmal sich erzählen. Ich möchte hier zwei Dinge klären. Ich finde das ein Superlativus, in meinem Oeuvre nur über Claudel zu reden. Ich habe eine ganze Reihe von Inszenierungen gemacht und mache auch welche, wo ich mich mit unheimlich wichtigen Fragen ganz anders beschäftige. Und das Theater, das von mir geleitet wird, wird zum Beispiel Nacht Asyl auf das Repertoire setzen und als Respekt vor dem Holocaust machen wir ein quasi Oratorium. Und ich möchte jetzt nicht wieder über Honegger war übrigens Protestant und kein Katholik. Also wir sollten es nicht alles zum Katholizismus verschieben. Der eine Claudel war Katholik und der andere war Protestant. Ich glaube also, dass jedes Theater hat eine Existenzberechtigung. Das glaube ich und ich arbeite auch so, ich mache das auch. Ich mache verschiedene Theater, verschiedene Arten von Theater, verschiedene Ausdrucksweisen, verschiedene Gedanken, verschiedene Formulierungen. Und was ich als ein Fakt sage, dass langfristig bestimmte Themen, bestimmte Fragen galten als Tabu. Die wurden praktisch runtergeholt. Heute haben zwei wunderbare, sehr gute Historiker gesprochen über einen Film, der selbst verlogen war, wenn man über Trianon, über den Frieden von Trianon, nicht über die Räterepublik sprechen kann. Räterepublik 1919. Und keiner der Historiker hat die Räterepublik erwähnt von 1919. So, es ist besser, darüber nicht zu reden, es ist wirklich besser, wenn da bekommt man natürlich nur auf den Kopf. Sie sagen, es gibt so bestimmte Fragen, die sind tabuisiert worden. Wenn ich das richtig verstehe, ist eines Ihrer Aufgaben, die Sie sich gestellt haben, am Nationaltheater diese Fragen zu stellen und aus dem Sperrbereich des Tabus hervorzuholen. Sagen Sie nochmal konkreter, worum es da eigentlich geht. Welche Fragen sind das? Jetzt haben Sie ein Beispiel genannt, aber es sind doch sicher noch mehr. Es ist sehr different, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich, diese Formel. Erstens, so wie es ist, gibt es Begriffe. Es gibt Begriffe, die verachtenswert sind, die verachtet werden müssen, die überheblich sind. Das ist zum Beispiel Patriotismus, Vaterlandstreue, Heimatliebe, wie das in Ungarn heißt, Selbstopferung, auch herabgeschätzt werden muss, wenn jemand nur kämpft für sein Vaterland. Und dass es ganz schlimm ist, wenn ich für mein Vaterland kämpfe und es sehr schlimm ist, dass der Staat verschuldet ist. Es ist unglaublich. Es gibt ein Zerrbild in unserer Kunst über die Revolution von 56. Das Thema von Trianon ist bis heute nicht bewältigt, wie auch die Räterepublik. Künstlerisch überhaupt nicht bearbeitet. Das sind alles Fragen, die gestellt werden und beantwortet werden müssen. Und unser Dasein, unser Bewusstsein zu Europa, unser Verhältnis zur europäischen Kultur, unsere Kultur und die europäische Kultur, das sind Fragen, für die ich 100 oder 1000 Vorstellungen machen muss, um die Frage zu stellen und zu beantworten. Und die werden vielleicht unterschiedlich beantwortet. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir sollen diese Fragen stellen und sollen darüber nachdenken. Herr Schabow, darf ich Sie mal ganz einfach und direkt fragen, braucht es dafür oder wofür braucht es dafür ein Nationaltheater? Das Nationaltheater ist für mich nicht so ein Riesendrang. Bei uns gilt Nationaltheater als Heiligtum, aber ich glaube, es geht um das gute Theater. Es muss ein gutes gemacht werden. Als sein Vorgänger Robert Alföldi das Theater bekommen hat, war ein Riesenaufprall in intellektuellen Kreisen. Wie konnte er dieses Theater bekommen? Und das war das Erste, wo ich mich damit beschäftigt habe. Ich musste einen Artikel darüber schreiben. Was braucht das Nationaltheater?
Ich dachte, Nationalität brauchen wir nicht so sehr. Es gibt eine Globalisierung und das lockert die nationalen Werte auf. Das ist sehr schlimm in Zentraleuropa, denn das war früher ein profitorientierter Prozess. Und die Menschen fühlen sich immer als Verlierer, als Loser. Sie verlieren ihre Stelle und so weiter massenhaft. Und praktisch beginnen sie, die Gründe zu suchen und die Probleme zu suchen. Und da, so bin ich zum Gedanken gekommen, da beginnt man, gemeinsame Antworten zu finden, an denen man sich festhalten kann, gemeinsame Gefühle, die praktisch einen Nährboden bringen kann, einen Nährboden, eine Basis, auf die sich man halten kann. Deswegen stimme ich dem nicht zu, dass die Sozialliberalen oder Linksliberalen, wie er gesagt hat, egal wer, dass sie alles kaputt gemacht haben, das stimmt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Man muss gemeinsam eine Antwort finden, man muss danach schauen, was das konservative Theater macht. Auch die kritischen Werke muss man sich anschauen. Denn einander werden wir nur verstehen, wenn wir einen gemeinsamen Nenner finden. Und das findet man dadurch, also diese Gegenüberstellung, diese Mode in Ungarn, diese Gegenüberstellung müsste abgebaut werden, denn wir verbrennen uns selbst. Ein Zukunftsbild kommt daraus nicht heraus. Das sehe ich in der Branche, das sehe ich bei den Künstlern, das sehe ich bei den Intellektuellen. Jeder sehnt sich nach etwas, woran man sich festhalten kann. Aber wie präsentieren wir die Zukunft? Das ist eine große, und da hat das Nationaltheater eine große, große Frage, auch die Off-Theater, wie wir sind. Und ich glaube, es gibt eine sogenannte Theaterintelligenz und einen Kampf, die fallen einander in die Haare. Ich will nicht sagen, wer angefangen hat. Auf der einen Seite sind diese Tendenzen sehr aufgehört, aber auf der anderen Seite sind sie immer noch da. Und ganz schlimm ist meines Erachtens, dass das Publikum dieses Kampfes ermüdet und flieht davor. Flieht zum kommerziellen Theater, flieht zur kommerziellen Welt, zu Varieté-Theatern. Und so weiter. Und das floriert bei uns. Kontra Off-Theater, kontra gutes Theater. Vielleicht nur ein Satz dazu. Ich bin einverstanden, aber wenn wir die Vergangenheit nicht bearbeiten, wenn jemand herkommt und eine Einleitung macht, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich habe lange überlegt, ob ich der Einladung Folge leisten soll. Gerade deswegen, was Arpad Schilling gesagt hat. Aber er sagt, dass das Nationaltheater wegen des Baus der U-Bahn abgebaut wurde. Während wir diese Fragen nicht klären, dass der Bau der U-Bahn nichts mit dem Abbau des Nationaltheaters zu tun hatte, wie auch Anfang der 2000er Jahre es nichts damit zu tun gehabt hat, dass es ein neues Nationaltheater gibt, sondern man wollte die Geistigkeit töten, dass es in dem Nationaltheater gab. Und da wird gleichzeitig gesagt, dass das Nationaltheater wegen des Baus der U-Bahn niedergerissen wurde. Das stimmt gar nicht. Man muss das aussprechen, man muss alles aussprechen, sonst können wir nicht über den Dialog sprechen, wenn wir mit solchen Lügen, sie hat über Hilda Gobbi gesprochen, ja, die große Schauspielerin hat Geld gesammelt für das Nationaltheater, nachdem das Nationaltheater für das er gesammelt hat, aber sie hat ein Buch geschrieben darüber, hat kein Wort darüber gesagt, dass das Nationaltheater abgerissen wurde. Tamás Major, der Intendant des Nationaltheaters, hat dafür gestimmt, dass das Theater abgebaut wird. Und kein Mensch weiß das heute. Und die Öffentlichkeit weiß das nicht. Wie sollten wir in Dialog sprechen, wenn es unausgesprochene Dialoge, unausgesprochene Traumata gibt? Ich möchte nur so viel hinzufügen, dass den Dialog immer diejenigen anfangen müssen, die in der Macht sind, die Position, egal welche Regierung. Ich als ehemaliger Leiter eines Off-Theaters, wenn ich ein Problem hatte, dann musste ich damit anfangen und ich musste den Dialog initiieren, damit die Gedanken geöffnet werden, mit denen ich vorankomme oder wir vorankommen. Trafo konnte sich deswegen so gut entwickeln in den letzten 15 Jahren, weil dieser Führungsstil herrschte. Und das bemängle ich am Nationaltheater. Wir haben auch früher gekämpft.
Ich habe die Branche gebeten, bitte lasst uns mal darüber sprechen. Ich spreche jetzt nur von den Off-Theatern. Wie halten sich die etablierten Theater zu den Off-Theatern? Das Thema liegt auf dem Tisch und wir reden nie davon, weil die etablierten Theater sind apolitisch. Der größte Verlierer der jetzigen Verluste ist zum Beispiel, dass die Kunsthalle, das Ludwig-Museum und beim Theater auch das Trafo einfach unter den Tisch gefallen sind. Die bekommen keine staatliche Unterstützung. Aber dieser Bereich wurde ein Stiefkind der Machthaber. Deswegen, wir sind unwichtig. Zum Beispiel die Off-Theater sind Stiefkinder geworden, wobei sie auch wirklich sehr aufregende, sehr interessante Sachen machen. Wir wollen die Finanzen uns aber für das dritte Panel etwas aufheben. Ich will gerne nochmal Arpad Schilling fragen, um das, was Wignanski eben gesagt hat, was offenbar zum Kern der Debatte gehört, genau zu verstehen. Herr Wignanski sagt, es gibt eine Sehnsucht nach, nicht nur nach einem Nationaltheater, sondern auch nach der Auseinandersetzung mit diesen Fragen, der Frage nach Heimat, nach Geschichte, nach Vergangenheit, nach dem Umgang damit. Das ist ja an sich jetzt noch nicht so wirklich überraschend, dass es das gibt. Die Frage ist, wie man da umgeht. Ich will Sie trotzdem zunächst mal fragen, ist das für Sie der falsche Weg, diese Fragen zu behandeln, oder ist es die falsche Institution, ist es das falsche Haus? Also es sind sehr viele Fragen impliziert in Ihre Frage. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, es wurde hier gesagt, dass Attila deswegen überlegt hat, wegen mir herzukommen. Das stimmt gar nicht. Ich habe gesagt, wegen der Gründe, über die du gesprochen hast. Wegen der Dinge, nicht wegen dir. Also, ich würde sagen, die Sachen sind fachliche Fragen. Und fachlich gesehen ist jedes Theater oder alle Art von, hat jedes, jede Art von Theater eine Existenzberechtigung. Und ich sehe nichts daran auszusetzen, dass jemand über Religion, über Gott, über Nation, über Glaube spricht. Warum nicht? Na klar, solche Initiativen sind früher nicht deswegen, unterdrückt oder kritisiert, weil diese Emotionen an sich unterdrückt werden sollten, in bestimmten Kreisen, intellektuellen Kreisen, sondern die Art und Weise der Realisierung war nicht richtig. Und ich glaube, das ist eine viel interessante fachliche Frage, auch was aber nicht zu diesem Gespräch gehört. Wovon funktioniert ein Theater, eine Inszenierung? Also es geht nicht darum, worüber jemand im Theater sprechen möchte. Man sollte über alles im Theater sprechen können. Jeder sollte das ausdrücken können, worüber er sprechen möchte. Und für alles ist auch Publikum da. Ich habe mich sehr gefreut, dass Attila gesagt hat, er kann sich vorstellen, dass verschiedene Art von Theater nebeneinander funktioniert. Trotzdem muss ich fragen, es war eine öffentliche, fachliche Forum, hat er anerkannt. Warum musste die Unterstützung meines Ensembles politisch gestrichen werden, also zusammengestrichen werden? Warum muss die staatliche Unterstützung von Greta Kör ganz stark beschnitten werden, wenn er gesagt hat, dass alles eine Existenzberechtigung hat? Darf ich jetzt sofort antworten? Ja. Also ich möchte klären. Ich habe darüber nachgedacht, weil es wirklich absurd ist, dass wir hier in Berlin darüber reden. Warum nicht zu Hause? Nicht das, was Arpad Schilling gesagt hat, sondern die Lage hat eine Absurdität, dass wir hier darüber reden. Zweitens die Finanzierung. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das kennen. Beim Minister gibt es eine aus fünf Personen bestehende Kommission. Diese Kommission wird von mir geleitet, die das Geld, die staatlichen Subventionen unter den Theatern verteilt. Unter meiner Kommission gibt es einen Interessenrat, der aus Vertretern der Branche, aus Vertretern der Theater besteht. So funktioniert das. Und bei der Verteilung der staatlichen Unterstützung wurde von der Branche, von diesem Rat, von Theaterfachleuten einstimmig beschlossen. Bei der letzten Geldverteilung wurde gegen Gegenstimme, praktisch ohne Gegenstimme,
von diesem Rat bewilligt. Und wir haben das Geld so verteilt, wo das neue Theater, das hier auch erwähnt wurde und das Thema war, das neue Theater, worüber wir gesprochen haben, keine Unterstützung bekommt, wegen Katona Josef, Radnoti und Örkény, die keineswegs auf der Regierungsparte stehen, ihre Unterstützung sowohl letztes Jahr als auch in diesem Jahr wesentlich erhöht wurde. Also das, was Greta Kör betrifft, ganz konkret, damit ich nicht um die Frage herumgehe, so wie ich halte es für einen wichtigen Bestandteil der Branche. Und trotzdem meine ich, man sieht an der früheren Finanzierung und man sieht auch an den Empfehlungen der fachlichen Kommission, dass Greta Kör, tut mir leid, dass ich das hier in Berlin aussprechen muss, nicht mehr das Greta Kör ist, wie Anfang der, 2000, der Jahre 2000 war, sondern Greta Kör ist heute, damals wurde es schwerpunktmäßig unterstützt, wurde besonders gefördert. Es gab Jahre, wo ein Viertel aller Subventionen Greta Kör bekommen hat. Das heutige Greta Kör ist ein anderes Theater und bekommt zwar Geld, aber viel weniger. Und ich würde sagen, nach Meinung der Fachleute liefert Greta Kör heute eine ganz andere Qualität. Und in diesem konkreten Fall haben wir nicht nur das Geld von Greta Kör zusammengestrichen, sondern auch bei 4, 5 anderen Theatern, um Theatern das Geld zu geben, die bisher keine Unterstützung bekommen haben. Heikle Diskussion zu sagen, dass der Qualitätsverlust das Problem ist. Herr Schilling, ich frage gleich noch mal nach, aber sagen Sie gerne erst mal was dazu. Das war eine klare Aussage. Ne? Greta Kör ist zu schlecht, kriegt deshalb weniger Geld. Das Problem ist, es gab eine fachliche Jury tatsächlich. Diese fachliche Jury untersteht der Kommission von Attila Vignansky. Und diese Jury hat ein bestimmtes Geld uns zuerkannt. Dieser Betrag, der übrigens 10% unserer früheren Subvention war, 10%, und das hat diese Jury bestätigt. Und diese 10% wurde von der Kommission um ein Drittel zusammengestrichen. Und die, als wir nachgefragt haben, die haben gesagt, auf politischer Grundlage wurde das. Und ich habe geantwortet, nein, es war keine politische Grundlage, kein politischer Grund, sondern weil andere Theater diese Jury keine Unterstützung zugebilligt hat. Und wir dachten, dass die Theater auch Geld verdienen, die bisher überhaupt keine Subvention bekommen haben. Ich sage nochmal, ich kann die Theater aufzählen. Ich habe extra die Liste mit. Unser ganzes System der staatlichen Subvention. Wir haben hier einen Kollegen, der gut Deutsch spricht, mein Mitarbeiter, stehe allen gerne zur Verfügung. Ich kann offiziell zeigen, bis Mitte also 10 Jahre zurückgehend, wie viel die Theater staatlich Subvention bekommen haben und welche bekommen haben und welche nicht bekommen haben. Und dass zusätzlich noch neue Theater in dieser Liste aufgenommen wurden. Wir haben also überhaupt, von mir stammt das Stimm nicht. Ich sage nochmal politisch, es war kein politischer Grund. 3 große Theater, die keineswegs auf der Seite der Regierung stehen. Theater, wo es Stücke gibt, wo ich als negative Figur dargestellt bin, wurde die Subvention erhöht. Letztes Jahr und auch vor 2 Jahren. Wir haben ihre Unterstützung, ihre Subvention wesentlich erhöht. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, dass es Theater auf Regierungsseite und Theater auf der anderen Seite gibt. Das ist schon an sich Nonsens. Nun gibt es diesen Verdacht, dass das, da steht im Raum, der ist nicht nur von Abba Schilling in den Raum geworfen worden, dass das politisch diese Prozesse über ästhetische Fragen, ne, dass die politisch induziert sind. Jetzt haben Sie aber gleichzeitig gesagt, das haben Sie interessanterweise beide gesagt, dass Sie überhaupt kein Problem haben mit verschiedenen Theaterformen, die soll es nebeneinander geben. Nun hätten Sie ja ein wunderbares Mittel in der Hand, Sie könnten ja Greta Kör ins Nationaltheater einladen, dort eine Inszenierung zu machen. Spricht da was dagegen? Ich wollte einmal, und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich so etwas nie sage, ich wollte eine Produktion von Greta Kör ins Deska Festival in Debrecen einladen. Ich habe mir diese Produktion angeschaut und meine Meinung war, dass sie nicht gut genug war.
das ist absolut legitim, würde ich mal sagen. Das ist überhaupt keine Frage. Es gibt jemand, der ein Festival leitet, einen Direktor, der natürlich auch dieses Festival selbst gegründet hat und sagt, eine bestimmte Produktion wird nicht eingeladen. Das ist gar nicht das Problem, das akzeptiere ich. Ich akzeptiere auch, dass religiöse oder andere Motivationen oder Gefühle vielleicht in dem Theater ausgedrückt werden. Ich kann sehr viele Sachen in der ganzen Geschichte akzeptieren und genauso alle viele anderen. Die Frage ist, ob das eine künstliche oder eine wirkliche Situation ist, wenn Regierungs- und Nichtregierungsrechte und linke Sachen zusammengebracht werden, wo das Pendel mal in eine Richtung, mal in die andere Richtung schlägt. Und ich glaube, das ist eine künstliche Situation und es konserviert genau die Reflexe, die auch von den Historikern angesprochen wurden. Es gibt mehrere Lösungen. Nur ein Vorschlag beim nächsten Mal, wenn man zum Beispiel Leuten Geld geben soll, die keins haben, dann könnte man vielleicht mit dem Gebiet das gemeinsam lösen oder mit der Gruppe gemeinsam lösen und man könnte das klären, man könnte sagen, hier gibt es irgendwelche Unregelmäßigkeiten, aber die Antwort ist nicht, dass man sich einmischt in die Meinung einer Fachjury auf politischer Grundlage, ist eine sehr falsche Richtung, das ist meine Meinung und ich glaube, aus diesem Weg kann man nur diese falschen Reflexe auslösen in diesem Land und erhalten. Ja, ich verstehe schon, dass dein Ziel ist, politische Einmischung zu unterstellen, aber ich versuche das schon die ganze Zeit zu beweisen, dass es nicht so ist und die ganze Branche war sehr zufrieden mit unserer Geldverteilung, denn es gab überhaupt keine Gegenstimmen und wir haben sehr, sehr mutige Schritte getan, die seit Jahrzehnten nicht mehr getan wurden, genau wie Judy gesagt hat, das Theater wird kommerzialisiert und seit Jahrzehnten traute man sich nicht an das Budget von dicken kommerziellen Theatern. Wir haben uns getraut, wir haben ihre Gelder weggenommen und wir haben diese Gelder an das Radnoti Örkény Theater gegeben. Wir haben uns getraut, in Jör Gelder abzuziehen, weil wir das Gefühl hatten, dass das Programm, was die da verwirklichen, nicht einem Nationaltheater entspricht. Und wir haben diese Gelder Theatern gegeben, wo wir progressive Fortschritte gesehen haben. Das sind Tatsachen. Ja, Tatsache ist, dass eine der Truppen von den Unabhängigen, die davon leben, was von Kreta-Kör weggenommen wurde, ist ein hundertprozentiges Kommerztheater, ein kommerzielles Theater, einer dieser Truppen. Es tut mir nicht okay, es ist okay, ich finde auch kommerzielle Theater dürfen staatliche Unterstützung bekommen, tun sie ja auch. Ich glaube einfach, dass die Erklärung, dass es keine politische, sondern fachliche Entscheidung ist, ich glaube, das ist nicht sehr glaubwürdig, weil es einfach nicht wahr ist. Und es ist auch nicht wahr, dass keine Rede davon war, dass es eine politische Entscheidung war, denn der Kultusstaatssekretär hat eine Besprechung initiiert und da wurde darüber gesprochen und Attila Winianski hat selber gesagt, dass es eine politische Entscheidung war. Das ist eine Lüge, sagt Herr Winianski. Okay, dann ist das natürlich eine unendliche Diskussion. Ich möchte noch eine Sache sagen, was ich viel interessanter und wichtiger finde, dass wenn die Frage gestellt wird, ob es um Patriotismus oder die Kirche geht oder sehr viele Kräfte, die die Gesellschaft formen, dann muss man natürlich darüber sprechen, dass es in der Gesellschaft ein Bedürfnis für eine Zugehörigkeit gibt. Also ein Gefühl einer Zugehörigkeit. Und diese Zugehörigkeit ist sehr vielfältig, vielschichtig. Ein Mensch kann zum Beispiel eine Bindung zu seinem Dorf haben, zu einer Region haben, zu einer Kommunalverwaltung haben. Man kann auch eine Nationalidentität haben. Ich glaube, dass diese Zugehörigkeitsgefühle den Menschen überlassen werden müssen und gelassen werden müssen. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, dass sie in die Lage kommen, auszudrücken, was wichtig ist für sie, wo sie hingehören möchten. Und das dürfte man nicht von oben bestimmen. Man kann nicht sagen, das und das ist die Lösung für euch. Ich denke mal, die Zugehörigkeitsfrage, das kann eine religiöse Zugehörigkeit, nationale und so weiter und so fort sein. Aber ich habe das Gefühl, dass in diesem Land die verschiedenen Autonomien, Selbstverwaltungen gerade abgebaut werden. Und genau dieses Gefühl der Zugehörigkeit wird abgeschafft und es bleiben eher die großen Formen wie die Religion, wie die Nation. Und ich betone nochmal, es gibt überhaupt kein Problem damit. Ich bin Ungar und so weiter.
Und das sind für mich auch wichtige Werte. Aber ich sage nur, man kann nicht einfach nur einen einzigen Wert als Hauptwert bestimmen, zu dem sich alle anschließen müssen. Die Menschen mussten ihre eigene Möglichkeit bekommen, ein Wertesystem, so ein Hub zu bilden. Ja, ich bin da zutiefst einverstanden. Ich glaube, dass das größte Verbrechen der letzten Jahrzehnte war, dass man auf jeden Fall eine Identifikation oder ein Anpassungsbedürfnis entwickelt hat bei den Künstlern. Und wer das nicht getan hat, wurde ausgegrenzt. Ich kann Hunderttausende von Beispielen bringen. Wenn man nicht das Gedankengut pflegte, dann, sagen wir mal, in Bezug auf Alternative, also ich glaube, Juri ist sehr sensibel, was Alternative betrifft. Er würde auch sagen, dass meine Vorführung 20 Jahre lang nicht angeguckt wird, weil man das natürlich nicht tun muss. Aber ich könnte sehr viele Beispiele bringen dafür. Und unsere Aufgabe ist jetzt, dass diese krampfhafte Anpassungsbedürfnis aufgelöst wird, weil ich glaube, dass Generationen von Künstlern gelähmt werden, weil sie keinen eigenen Willen mehr haben dürfen. Es wird ihnen geraubt. Sie dürfen nicht mehr tun, was sie wollen. Sie versuchen, sich ständig anzupassen und irgendeiner Erwartung entsprechen. Bei allen Unterschieden, was die Diskutanten hier teilt, ist die Sehnsucht nach einer Heimat, was immer das bedeutet, in der man zu Hause sein kann. Es hat ja in Ungarn, wie ich lesen durfte, eine lyrische Anthologie gegeben, die heißt so schlecht übersetzt Meine süße Heimat und Bestseller gewesen, mit äußerst verschiedenen Stimmen. Und das ist ja bezeichnend, dass das sozusagen so viel gelesen wurde. Nun ist das derart politisiert. Ist das der, Frau Junge, wenn ich Sie das nochmal fragen darf aus Ihrer Außenwahrnehmung, ist es vielleicht dann am Ende gar nicht so sehr in Streit um Ästhetiken, wir haben ja hier große Einigkeit erzielt, sondern in Streit um politische Positionen einfach, um politische Schwergewichte. Tatsächlich so, wie das Wiedniansky am Anfang gesagt hat, also so etwas schematisch, so 70 Jahre lang war das eine etwas stärker, jetzt kommt mal das andere und in der Hoffnung, in 50 Jahren haben wir so ein bisschen Balance hergestellt. Also das ist jetzt etwas polemisch ausgedrückt. Also ich würde mal sagen, in dem Moment, wo man Intendant ist vom Nationaltheater, also da, ja, dann ist man quasi in so einer Stadt oder in so einem Land, ist man erstmal tatsächlich der Platzhirsch. Und wenn man die vorige Intendanz sieht, dann wurde dort gesagt, was ist unsere Erzählung, womit verbinden wir uns? Nationales Erbe, ungarische Literatur, aber auch, also ist es Museum? Oder hat ein Nationaltheater auch zu repräsentieren, was aktuell in der Gesellschaft los ist? Und da wurde eine Verbindung gesucht. Ob das immer gelungen ist, egal, kann ich auch gar nicht beurteilen, habe ich zu wenig gesehen. Jetzt gibt es eine neue Intendanz. Und jetzt ist quasi, schließt das ja an, doch an eine größere Erzählung, an die Vergangenheit, wie wir das eben jetzt historisch gesehen haben, nach einer Identität, auch einem Sehnsuchtsort, was für mich zum Beispiel auch signifikant war, ist zum Beispiel die Sehnsucht nach so einem vorindustriellen Ungarn, ja, also diese ländlichen Bilder, die sich da breit machen, unglaublich schön, so eine ganz starke Verbindung zur Heimat, zu fast Folklore. In den Inszenierungen In der Inszenierung und auch in dem, dass das so eine Sehnsucht ist dahin. Und also ich kenne das jetzt auf dem Land, ich finde das Leben auf dem Land im Moment ganz hart und ganz hässlich und ganz furchtbar. Und dieser Stadt-Land-Gegensatz ist wirklich auch ein großes, großes Thema. Da haben sich auch immer schon viele Autoren mit befasst. Und ich glaube, das ist auch richtig, sich damit zu befassen. Und es gibt halt jetzt ein Nationaltheater, das es quasi auf diese Art mit einer starken künstlerischen Persönlichkeit das jetzt für sich löst in der Programmatik und da jetzt einen Vorschlag macht, auch einen starken ästhetischen Vorschlag macht. Dass gleichzeitig aber dann die Diversität dieser gesamten ungarischen Theaterlandschaft, die ich für außergewöhnlich halte. Ja, ich glaube, das ist auch immer das Interesse gewesen, warum wir auf unseren Festivals auch immer ungarische Gruppen eingeladen haben. Und wir haben die eben nicht eingeladen, weil die schon so toll westlich angepasst war und die uns dann mit anderen Mitteln unsere Sachen vorgespielt haben. Nein, wir haben die eingeladen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir können etwas aus diesem Land, aus diesen Arbeiten lesen. Und dieses ganze Feld dieser Independent-Arbeiten, also Kreta Kör, Blackland, zum
zum Beispiel, ja, oder die Arbeiten von Bela Pinta und so. Da, wir hatten das immer das Gefühl, da gibt es auch Insights Anknüpfungspunkte, also was in Ungarn los ist, was die Leute beschäftigt, und haben die quasi auch eingeladen aufgrund einer Spezifik. Oder so jemand wie Bela Pinta, der ist ein Ungar, der schöpft quasi wirklich aus sich heraus und stellt Fragen oder hat die uns interessiert haben, auch Hinblick darauf, dass wir daraus etwas lesen können, was in Ungarn los ist. Und man kann ja auf verschiedene Weise Theaterarbeiten lesen. Und es gibt auch Leute wie jetzt Polgár Csaba mit seinem Coriolanus. Das ist eben auch eine klassische Inszenierung, und trotzdem kann man da was über das Land lesen. Und da gibt es so viele Schauplätze und so intensiv, und ich finde bewundernswert, also auch wie die trotz Marginalisierung so an den Sachen weiterarbeiten. Es gibt eine qualitativ, zum Beispiel, die kommen ja alle aus derselben Schule, das muss man ja auch dann nochmal sehen, ja, aus einem sehr ähnlichen, also aus diesem Ausbildungsgang. Das sind großartig ausgebildete Schauspieler. Das heißt, ob man in die Off-Szene geht oder am Nationaltheater ist, man sieht erstmal immer wahnsinnig gute Spieler. Und natürlich kann man sich dann darüber unterhalten, was da gut ist oder schlecht, was einem näher ist oder was ferner ist. Und was du eben gesagt hast, dass aber diejenigen, die quasi die größte Institution haben und da hocken, die sind auch dafür zuständig, das Angebot zu machen, dass das andere nicht noch weiter marginalisiert wird. Also das denke ich schon. Und die Personalpolitik innerhalb Budapest finde ich auch eine schwierige, wirklich eine richtig schwierige Sache. Und da kann man sich nicht einmischen, aber man kann nur sagen, Leute, ihr habt da eine wundervolle Szene, und ich finde das total schrecklich, wenn das nicht nebeneinander hergehen kann. Weil man kann es ja auch ganz locker sehen und sagen, okay, das Haupthaus macht jetzt das. Es gibt auch den Markt für alles andere. Das ist ja auch noch das Tolle in Ungarn, dass ja alle Vorstellungen voll sind. Es ist ja nicht so... dass für die einen interessiert sich niemand und zu den anderen rennen alle hin, so ist es ja nicht, sondern es gibt ja auch das Bedürfnis nach diesen verschiedenen Erzählungen. Die Bedingungen für Theater sind offenbar hervorragend. Das klingt ein bisschen zynisch, ne? Aber weil die Fragen so groß sind und so widersprüchlich, scheint es so zu sein. Aber Schilling, Sie wollten gerade dazu noch was ergänzen. Ich wollte genau das verhindern, dass ich am Ende oder alles, was in Ungarn passiert, in so eine Opferrolle kommt, also das ganze Theater, und dass man von außen eine Stärkung braucht, dass ihr gut seid, gebt nicht auf. Ich glaube, was sehr wichtig ist in der Geschichte, ist eine kulturelle Frage, und es hat eine Modellrolle auf jeden Fall auch für andere Länder. Die Traumata oder die Wunden, die erhalten die ganze Zeit eine Politik aufrecht, die auf diesen Wunden basiert. Und das heißt immer, es kommt dann plötzlich eine Kraft, die aus dieser Verletzung heraus das System in Ordnung bringt. Und endlich wird die Ordnung, die vorstellbare Ordnung hergestellt oder eine Balance hergestellt. Und diese Anpassungen auf Grundlage von Verletzungen oft ganz furchtbare Zerstörung verursachen. Und ich glaube, es fehlt einfach an einer humanen Einsicht, dass man, obwohl man eine Machtposition erlangt, politisch oder sonst wie, dass man dann weiß, wie man trotzdem seine eigenen Verletzungen überwinden kann und wie kann man sich davon distanzieren. Also, dass man sagt, okay, etwas ist vielleicht eine Verletzung, aber es ist vielleicht nicht so monoton oder einfarbig. Die Menschen können nicht einfach nur in Gruppen eingeteilt werden, dass die Menschen zu dieser oder dieser Partei gehören. Es kann natürlich sein, dass die ungarische Gesellschaft ein Teilhand hat, die überhaupt mit keiner Partei nach der Wende zufrieden sind oder ist und komplett ein negatives Erlebnis hat und versuchen, das konstruktiv den Machtpositionen, Machtsituationen, Verhältnissen anzupassen. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage in Europa, in der Mitte Europas, dass man erleben kann, dass
dies eine mögliche Antwort auf die Probleme ist natürlich, also diese verletzungsbasierte Politik und dass Gesellschaften da sehr schlecht daraus kommen und dass die Antworten auf bestimmte politische Fragen, wie zum Beispiel Flüchtlingspolitik, Wirtschaftskrise, es sehr, sehr grobe, einfache Antworten gibt, die auf diesen Verletzungen basieren. Und ich glaube, in langer Sicht ist es für keine europäische Gesellschaft gut, auch für unsere nicht. Ja, ich bin absolut der gleichen Meinung. Ich möchte da nur eine Sache noch mal aufgreifen. Stellen Sie sich mal vor, dass es in Ungarn nicht nur so ist, dass es Land und Stadt gibt, sondern es gibt auch eine Hauptstadt. Also es gibt noch mal einen Gegensatz zwischen Hauptstadt und Land. Also im Jahre 2008, als die Gelder, die Unterstützungsgelder zusammengezählt wurden, also von den Ausschreibungen, dann hat das Land 21% bekommen. Das Land also, die Provinz also, wo 8 Millionen Ungarn leben und 2 Millionen in der Hauptstadt. Und 8% gingen an die Minderheiten außerhalb des Landes und 71% gingen an die Hauptstadt. Das ist eine absolute Anomalie. Und das ist nicht nur in einem Jahr, sondern das ist seit Jahrzehnten so. Und man wird jetzt mal untersuchen, ob in der Vergangenheit oder in der letzten Zeit das irgendwie geändert wurde. Es gibt also nicht nur Theaterplätze in der Hauptstadt, sondern auch in der Provinz. Dass es zum Beispiel kaum Off-Theater in der Provinz gibt, weil sobald sie geboren sind, wurden sie schon erstickt und sind verschwunden. Zum Beispiel eine der wichtigsten Aufgaben von uns ist, dass wir die ungarische Provinz in der Hinsicht in Ordnung bringen. Die Zeit rast dahin. Der in Budapest lebende deutsche Schriftsteller und Übersetzer Wilhelm Droste hat gesagt, eines der Probleme der gesamten Debatten sei, dass man immer zur Parteinahme genötigt wird. Und das würde verhindern sozusagen, dass man einander zuhört. Ich hoffe, dass wir das ein kleines bisschen verhindert haben. Und ich hoffe, dass wenn Sie jetzt Fragen stellen, was Sie dürfen, daran anschließen, bitte um klare und konkrete, möglichst kurze Fragen, keine Co-Referate, ebenso dann auf dem Podium. Vielen Dank. Also wir sammeln erstmal ein paar Fragen und dann... Eine kurze Frage an alle drei Theatermacher. Gibt es jetzt wieder ein unsichtbares TTT, also toleriert, Tilos verboten und T für gefördert? Ganz kurz fürs Publikum, ganz so kurz wie möglich. Ich war 1973 als Kritiker in Budapest unterwegs. Ich habe einen Maler Besuch zu Hause, der im Art Diary von Laszlo Beke im internationalen Art Diary gelistet war. Plattenbau, 3 Kinder, ganz wenig Platz, gute, aber nicht wertbewegende Arbeiten. Dann war ich von dem Maler Andras Bell, der auch bei Eigenart in Berlin ausstellt, eingeladen zu einer sogenannten Geheimausstellung in einer Wohnung vom Sohn des, ich glaube, exekutierten ungarischen Außenministers. Der Sohn, mir ist der Name entfallen. So, und dann habe ich voller Freude gesagt, ich war gerade bei dem Ferenc und habe die Arbeiten gesehen. Was? Du warst da? Und dann haben sie gesagt, wir erklären dir, es gibt in Ungarn TTT. Tilos für verbotene Künstler, T für tolerierte Künstler und T für geförderte Künstler. Und dann haben sie gesagt, wenn du jetzt nicht Ausländer wärst, dann könntest du hier nicht bleiben, aber da du es als Ausländer nicht weißt, wir verkehren mit diesen geförderten Leuten nicht als Tilos-Leute. Gibt es noch Fragen? Dankeschön. Vielen Dank für die gute Diskussion. Ich habe an Herrn Wieniawski eine Frage. Es hört sich sehr gut an, wenn man sagt, es ist schön, wenn verschiedene Theaterformen nebeneinander bestehen. Und es hört sich auch sehr gut an, wenn die Entmündigung und die Freiheit der Schauspieler auch respektiert werden soll. Ich frage mich, das wäre die erste Frage, wie kann in einer modernen Gesellschaft, die auf Checks and Balances beruht, es sein, dass der Leiter des größten Theaters auch gleichzeitig der Leiter, wenn ich das richtig verstehe, der wichtigsten Förderinstitution ist.
Die zweite Frage, die ich habe, das ist aber eine Frage, die ich wahrscheinlich als Nicht-Ungarn nicht ganz korrekt stellen kann. Inwieweit, wenn es um die Pluralität der Meinung geht und die Freiheit der Meinung geht, inwieweit ist ein Nationaltheater notwendig? Sollen wir erstmal da weitermachen, Dirk? Okay. Sollen wir noch sammeln oder wollen wir? Válaszolhatok. Akkor én először. Tehát két kérdés volt. Az egyik kérdés. Also es waren zwei Fragen. Ich glaube, es wird nichts verboten. Nichts ist verboten. Jeder redet so, wie er will und was er will. Jeder macht eine Inszenierung, wie er will. Und ich bin, warum ich Leiter der Kommission bin, ich nehme deswegen an der Verteilung der staatlichen Subventionen teil, weil das eine sehr verantwortliche Aufgabe ist. Ich muss immer die Unterlagen von 40 Theatern durchlesen. Ich habe es drei Jahre lang gemacht, aber jetzt bin ich nicht mehr Vorsitzender. Und außerdem gibt es ein Kontrollgremium über uns. Und dieser Rat kann uns sagen, meine Herren, ihr habt das Geld falsch verteilt. Aber dieser Rat hat letztes Jahr, vorletztes Jahr und auch dieses Jahr unsere Verteilung bewilligt. Und das Letzte, ich wollte es eigentlich als Schlusswort. Ich möchte mich bedanken. Ich bin zum ersten Mal, dass mit mir eine Kritik erschienen ist, weil man mit mir in der Nachkritik, weil man will einfach nicht hören, was ich sage, was wir sagen. Im Theater heute hat meine Arbeit nicht gewirkt. Le Monde hat meine Artikel nicht gebracht, sondern auch in Fragen, auch meine Zuschrift, auch Valer Novarina über mich wurde nicht gebracht. Es wurde jetzt ein wunderbarer Film gemacht von Schweden über Ungarn, die Cobra-Gruppe, ein wunderbarer Film. Eine Stunde, ich habe ein Interview von einer Stunde gegeben und kein einziger Satz haben sie reingeschnitten. Nichts ist erschienen. Und ich könnte noch 15 Minuten lang erzählen, wie oft ich in der europäischen Öffentlichkeit meine Meinung äußern wollte. Und es ist mir nie gelungen. Der Westen hört mich nicht an. Es ist sehr wichtig, dass der Westen nicht nur das anhört, was sie hören wollen, sondern vielleicht hören sie auch eine andere Wahrheit. Denn es gibt durchaus eine andere Wahrheit. Und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Jetzt haben Sie sehr schön wiedergegeben, was die Idee ist der gesamten Veranstaltung. Vielen Dank. Trotzdem bin ich jetzt in der Rolle, nochmal genauer nachzufragen. Die Frage von dem jungen Herrn aus dem Publikum war, wäre es nicht klüger gewesen, um Ihnen keine Befangenheit vorzuwerfen, an diesem Gremium einfach gar nicht teilzunehmen? Muss man doch nicht machen. Doch, deswegen bin ich zurückgetreten. War sehr richtig, dass ich jetzt schon zurückgetreten bin. Es war ein Prozess. Es ist nicht so, dass ich ernannt wurde im Dezember und ich arbeite. Ich habe die ganze Zeit über die Unterlagen von 40 Theatern, einen riesen Haufen Papier, Informationen. Ich habe bis jetzt daran gearbeitet. Ich bin kaum zu meiner eigentlichen Arbeit. Das habe ich übrigens gratis gemacht, ohne Zahlung. Das habe ich alles gratis gemacht. Ich lese an der Uni. Dass ich kein Geld dafür, an der Uni, dass ich kein Geld dafür nehme. Auch daraus gab es schon Probleme, dass ich als Intendant gut genug verdiene. Gibt es noch Fragen im Publikum? Noch mal eine Frage an. Entschuldigung, wir haben nicht ganz geantwortet. Auch wir wurden in Frage, wir wurden auch gefragt. Ich glaube, Attila hat völlig recht, dass es Verbote, effektive Verbote gibt es nicht in Ungarn, im jetzigen Regime. Es ist nicht die gleiche Dynamik wie früher. Dulden gibt es schon. Es gibt nämlich ideologische oder politische Präferenzen, aufgrund deren eine Inszenierung sympathischer oder ein Theater sympathischer oder nicht sympathischer ist. Und diese politische, ideologische Überzeugung kann durchaus auch die staatliche Subvention beeinflussen. Nicht nur fachlich, sondern ideologisch, durchaus ideologisch. Es ist schon durchaus spürbar, dass wir geduldet werden. Nur die staatliche Subvention kann eben eingeschränkt werden, wenn wir nicht gefallen. Dafür ein Beispiel, wenn Sie gestatten. Das ist übrigens zugänglich, diese Aufzeichnung.
in einem regierungsnahen Fernsehsender wurde der für Kultur zuständige Minister gefragt, meinen Sie nicht, dass auch die Organisationen oder die Off-Theater oder unabhängige Kulturorganisationen, die sonst gegenüber der jetzigen Regierung kritisch sind, vielleicht auch radikal, dass man denen vielleicht nicht die staatliichen Subventionen ziehen müsste. Und daraufhin hat er gesagt, I agree, also ich bin einverstanden damit, sagte der Minister, wir werden es nicht, wir werden denen die Subvention entziehen. Und natürlich vor den Wahlen wird es im Wahlkampf wird das nicht zum Ausdruck gebracht, aber später bestimmt. Um zurück auf Check and Balances, ich glaube, das ist das größte Problem in Ungarn, aber das ist kein neues Problem, nicht kein dreijähriges Problem. Seitdem es in Ungarn, sagen wir mal so, die Möglichkeit besteht, dass solche Checks and Balances existiert, seitdem funktioniert das nicht in Ungarn. Es gibt immer Leute, die denken, dass sie durchaus qualifiziert sind, dass sie komplex an die Probleme herangehen können und diese Aufgaben lösen können. Und das ist sowohl bei Politikern als auch in der Branche durchaus vorhanden, während wir nicht wissen und nicht realisieren, dass in solchen Fällen, wenn diese eigentümlichen messianistischen Vorstellungen entsprechen, dass wir in jedem Moment eigentlich einen Nagel in den Sarg der Demokratie schlagen. Und ich glaube nicht, dass das zusammenhängt. Die Leute, die diese Funktionen gleichzeitig wahrnehmen, sind sich sicher, dass das, was sie sich machen, das Bestmögliche ist für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Sie machen das also durchaus gutwillig. Nicht von der Überzeugung heraus, dass sie uns was Böses machen wollen, sondern sie verstehen nicht, dass es einen Eigenmechanismus hat, nämlich die Demokratie, dass die Demokratie, das wirft auf, ob das wirklich demokratisch ist. Also diese Check and Balances verstehen wir in Ungarn gar nicht. Stört es Sie eigentlich, dass Sie von Viktor Orban ernannt wurden, einem Ministerpräsidenten, der alle möglichen demokratiefeindlichen Gesetze anstrebt und auf den Weg bringt? Alle Intendanten des Nationaltheaters wurden bis jetzt vom Ministerpräsidenten ernannt. Das ist nun mal so in Ungarn. Ich glaube nicht. Ich denke, vielleicht, sehe vielleicht anders. Viktor Orban hat sehr wichtige, gute Maßnahmen getroffen. Und es stimmt überhaupt nicht, dass sie die Demokratie mit dem Fuß treten. Das ist ihre Meinung. Ich bin eine ganz andere Meinung. Wenn Sie gestatten, rede ich auch Ungarisch. Ich werde im nächsten Panel arbeiten, aber ich muss ein paar Sätze sagen. Schon deswegen, weil das deutsche Publikum mich nicht kennt, denn als kulturelle Staatssekretär von früher habe ich das System ausgearbeitet, nachdem die Theater subventioniert werden. Also wenige Menschen kennen das System so gut wie ich. Ich habe das nämlich zum großen Teil geschrieben. Man muss also sehen, dass in Ungarn mehr als 40 Milliarden Forint für Subventionierung der Theater verwendet werden. Davon bekommt das Nationaltheater 1,2 Milliarden, also ein Zwanzigstel der staatlichen Subvention. Es gibt 5 Theater in Budapest, die alle vom Haushalt, sowohl ihre Haushaltssubvention als auch hinsichtlich ihres staatlichen Budgets größer sind als das Nationaltheater. Also nicht das Nationaltheater ist das größte Theater in Ungarn. Und wenn wir die Zuschauerplätze schauen oder die Vorstellungszahl schauen, dann ist das ebenfalls nicht das größte Theater in Ungarn. Dass das Nationaltheater, dass um das Nationaltheater jetzt so eine Polemik entstanden ist, das ist wirklich keine ästhetische, sondern eine politische Frage. Das gebe ich zu. Aber das Nationaltheater ist nur ein Theater von der ganzen Theaterszene. Wenn der Intendant des größten Theaters das Geld verteilen würde, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Das ist nicht der Fall. Zweitens muss ich sagen, in diesem Subventionierungssystem, es ist ein sehr kompliziertes Gesetz, ist die Möglichkeit sehr
gescheit herausgenommen, dass die Politik Einflussnahme auf die Geldverteilung nimmt. Wenn man also sagt, dass sie die Subventionierung der Theater auf politischer Basis oder entlang der politischen Zugehörigkeit erfolgt, stimmt einfach nicht. Seit 20 Jahren sind wir in einem Diskurs in Ungarn, dass die Menschen ihre eigenen Misserfolge, ihre eigenen Positionsverluste irgendwie als politischen Angriff interpretieren und nicht, sagen wir mal, durch ihren mangelnde Fähigkeiten oder Talent. Ich könnte viele Beispiele aufzählen. Ich leite auch den ungarischen Kulturfonds. Menschen, die seit Jahren keine Unterstützung bekommen, weil ihre Produkte qualitativ so schlecht sind, was von einer fachlichen Kommission 100%ig festgestellt wurde, bombardieren sie die öffentlichen Medien mit ihren Briefen, dass sie aus politischen Gründen keine Unterstützung. Und das war nicht nur unter der jetzigen Regierung so, sondern auch unter den linken Regierungen vorangehenden 8 Jahren, haben Schriftsteller keine Unterstützung bekommen, schlechte Schriftsteller, die gesagt haben, wenn mich die Sozialisten verfolgen. Nein, er hat kein Geld bekommen, weil es, was er gemacht hat, ist unbewertbar gewesen, so schlecht gewesen. Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es geistige Produkte gibt, die, wie auch der Mensch, einen bestimmten Bogen hat. Ein Bogen, wie auch das menschliche Leben. Und manche sind auf der Höhe und können wunderbare Sachen realisieren. Und auf einmal kommt eine Talfahrt. Und deswegen darf man das nicht als Hypothek betrachten, die Subvention nicht als Hypothek betrachten. Wenn jemand von 10 Millionen vorhin bekommen hat und jetzt nur 5 Millionen, das liegt vielleicht nicht nur daran, weil die Politik seine Leistung nicht anerkennt. Ja. Genau. Und es ist auch natürlich Redezeit für Herrn Simon im nächsten Panel. Insofern danke für den Beitrag. Und wir würden noch eine weitere Meldung nehmen. Marton? Sollen wir erstmal reagieren am Panel? Dirk? Okay. Ich wollte nur hinzufügen, erstens verstehe ich natürlich die Anspielung, wir sollten uns damit abfinden, dass es weniger wertvoll ist, was mein Theater zustande bringt. Deswegen haben wir so viel weniger Geld bekommen. Aber dass wir weniger Geld kriegen vom Staat, ist nicht so ein großes Problem. Das gehört zur Dynamik des Systems. Ich habe kein Wort darüber gesagt, warum. Ich sage nur, ich weiß, dass das Geld weniger ist, sondern die Mechanik der Geldverteilung ist nicht fachlich, sondern politisch. Das ist mein Problem. Und dass darüber kein fachlicher Dialog in der Branche erfolgt, es stimmt überhaupt nicht. Das wird nur von der Politik, nur von Machthabern in der Kultur und in der Kulturpolitik geleitet, damit man die Richtige versteht. Also diese Transparenz vermisse ich, die Transparenz fehlt. Zweitens, die Feststellung, dass mein Theater, meine Werkstatt weniger produktiv ist, kann man auch so sagen. Das kann auch ein fachliches Gremium behaupten. Aber trotzdem glaube ich, die mangelnde Summe, der mangelnde Betrag, den wir aus dem staatlichen Fonds nicht bekommen, bekommen wir längst von ausländischen Fonds aus dem Ausland. Das heißt, diese Werkstatt, mein Theater, ist durchaus interpretierbar, ist jenseits der ungarischen Grenzen. Und komischerweise in Ungarn sind wir nicht interpretierbar. Um noch ein kurzes Beispiel. Es würde mich wundern, wenn ich nur dafür hier sitzen würde, was ich 2007, 2003 oder 1995 gemacht habe. Ich glaube, kein Organisator hätte mich eingeladen, wenn ich heute nicht so interessant wäre und keine wichtige Akteur der Szene wäre wie Attila Widnyansky oder Jörg Szabo. Es geht also nicht darum, dass ich hier Geld
betteln will und sagen, wie viel wichtiger ich bin, wie viel mehr Geld ich kriegen müsste. Es geht gar nicht darum. Ich wäre völlig zufrieden damit, was die fachliche Jury uns zuerkennt. Ich verstehe bloß nicht, warum auch noch diese beschränkte Subvention beschnitten werden musste. Jetzt am Schluss fangen wir an, teilweise ehrlich zu reden. Dann sage ich jetzt ganz ehrlich meine Meinung, ob Sie einverstanden sind oder nicht, weiß ich nicht. Dass ich jetzt hier bin und auch Martin Gulyás ist jetzt hier, weil wir im Ausland ganz genau interpretieren, aber was auch in Ungarn durchaus interpretabel. Wir haben, oder du hast dich umgewandelt zu Politiker. Martin Gulyás kann ich nicht sagen, aus Politikern eher Kulturschaffende geworden. Und aus dem Ausland werdet ihr unterstützt, weil das, was ihr sagt, zum Beispiel bei euren politischen Veranstaltungen, passt dem Ausland, dem Westen sehr gut. Das wollen sie gerne hören über Ungarn. Darum werdet ihr von Ausland unterstützt und von Ungarn nicht. Igen, akkor én vagyok a Gulyás Márton. Rövid lesz. Ich bin Martin Gulyás. Ich werde mich ganz kurz fassen. Wir haben sehr lange über Zahlen gesprochen und Zahlen täuschen. Die sind hier weniger zu verstehen. Ich würde eher über die politische Philosophie der Subvention reden. Ganz kurz. Ich will kein Co-Referat halten. Das Begriff national oder dieses Attribut wird in Ungarn sehr oft genutzt. Man weiß nicht immer, wann es ethnisch ist, wann es national gemeint ist, wann es landesgemeint ist. Und deswegen gibt es Diskussionen über das Wort national, auch über das Nationaltheater. Was bedeutet das Wort national? Ist deswegen wichtig. Als wir von der Kommission gesprochen haben, der Attila Widnyanski, Vorstand, aber er gehört immer noch der Kommission zu, gehört der Kommission an. Es wurden mehrere Gesetze verändert. Und das ist sehr wichtig. Das gehört zur Philosophie des Gesetzes. Es gibt drei Subventionskategorien im Gesetz. Einmal gibt es die hervorgehobenen, die nationalen, die hervorgehobenen und sonstige Ensembles, Theater oder Gruppen. Was der Unterschied zwischen national ist oder hervorgehoben, weiß ich nicht. Das führt ein bisschen zu weit. Aber in die sonstige Kategorie gehört zum Beispiel Greta Kör, das Theater von Bela Pinter, Kornél Mundruczó und so weiter. Man könnte sagen, gewissermaßen geht es hier darum, dass nicht Repertoire-Theater, zum Beispiel Bela Pinter ist kein Repertoire-Theater, sondern es ist ein anderes, ein Off-Theater. Aber trotzdem, der Gedanke, der dahinter steht, ist kein Ausgrenzen, ist keineswegs ausgrenzend, aber es gibt, meiner Meinung nach, ist nicht ganz durchdacht und das erweckt schlechtes Gefühl auf manche, zum Beispiel Greta Kör, dass sie in die sonstige Kategorie gehören. Warum gehören wir in die Kategorie Sonstiges? Oder Theater, Off-Theater, die zeitgenössische Stücke spielen und so weiter, die sind weder nationale noch hervorgehobene Theater. Man könnte darüber reden, dass es mit dem Gebäude zu tun hat, mit dem Ensemble zu tun und so weiter. Ich wollte nur sagen, dass die Aufteilung und die Logik, die dahinter ist, ist zumindest diffus und nicht transparent genug, weil diese Leute sind genauso wichtige Akteure wie Attila Widnyanski oder andere. Die letzten zwei Fragen hier und dann Pause. Ganz kurze Antwort auf die Ansage, für schlechtes Theater gibt es kein Geld. Das war eben gerade das Schlusswort. Beispiel, jetzt sagen wir mal Bela Pinter. Soweit ich weiß, hat er auch entscheidende Kürzungen hinnehmen müssen, die Kompanie. Ist das jetzt auf einmal ganz schlecht? Die neueste Produktion, die, wie ich vermute, sehr gut besprochen worden ist. Wir haben die gesehen, viele Leute haben die gesehen. Das ist eine hervorragende Arbeit. Ist das jetzt schlecht, dass man das kürzen muss? Und hier noch eine Frage, gab es noch eine Frage und dann letzte Antwort. Nekem igazából csak az lett a kérdésem, hogy az elején el is. Ich hätte eigentlich die Frage gestellt, die schon gesagt wurde, weiß überhaupt nicht, ob man dieses Gespräch hätte in Ungarn führen können. Das ist meiner Meinung nach ausgeschlossen. Warum nicht? Warum könnt ihr nicht in Ungarn eine solche Diskussion führen? Das ist unvorstellbar in Ungarn.
biztos, hogy érdemes volna. Doch, es wäre auf jeden Fall wichtig, nur wenn wir ehrlich miteinander reden. Wir wissen schon, was der andere denkt, was der andere sagen will und auch die Gedanken. Wenn wir wirklich anfangen würden, ehrlich miteinander zu reden, dann stehen wir gerne dazu und diskutieren wir gerne. Wenn wir solche Anschuldigungen hören, wie wir jetzt, wie wegen Bela Pinter, stimmt überhaupt nicht. Bela Pinter wird nicht erdrückt, er bekommt eine ganz anständige Unterstützung. Sein Theater bekommt zum Beispiel 5-mal so viel wie mein ehemaliges Theater in Berexas in der Karpato-Ukraine. 5-mal so viel bekommt Bela Pinter. Also es handelt sich um, man muss natürlich diskutieren, auf jeden Fall. Und schade, dass wir das alles in Berlin machen müssen. Bela Pinter bekommt 50% weniger als 2010. Also nur, dass man... Ich habe die Daten, Sie können sich das gerne anschauen. Der nämlich schon mit Frau Dottung Kerül beszélni, de azt hiszem, hogy a színházcsinálók, azt mondja, valamennyien színházcsinálók vagyunk, az más, tehát valami más történt. Most nem arról van szó, ez nem egy látható, egy színpadon megjelenő előadás, hanem pénz vagy nem pénz. De tudjuk, hogy hány éven keresztül dolgozott ki valaki egy színházi kultúrát, és utána egyszer csak megnyírbálják, elveszik tőle a lehetőséget, hogy színházat csináljon. Eröffnen. Und das finde ich schon interessant, dass man quasi das nicht fördert. Okay. Entschuldigung, bitte sagen Sie nochmal, weil, Entschuldigung, hören Sie mich. Ja. Fördert oder diese Arbeit fördert, sondern quasi rückwirkend ergebnisorientiert da die Gelder entzieht oder vergibt, unsäglich. Lass mal an. Okay, danke schön. Ja, die Zeit schreitet weiter, der Dialog läuft. Ich schlage vor, weil unsere Zeit tatsächlich schon auch zum nächsten Panel ein gutes Stück fortgeschritten ist. Erstmal möchte ich mich im Namen der Stiftung für dieses einmalige Gespräch bei den Panelisten bedanken. Ganz herzlichen Dank.